Auf dem Messegelände in Stuttgart fand die 18. Retro Classics statt. Auf 140.000 Quadratmetern werden zahlreiche Oldtimer ausgestellt. Das Rad der Geschichte wird zurückgedreht und das Phänomen Auto auf ganz verschiedene Weise erlebbar gemacht. Das Porsche Museum feiert auf der Retro Classics 70 Jahre Porsche Sportwagen. Auf dem Messestand sind die Besucher dazu eingeladen, eine Zeitreise durch die Markengeschichte von Porsche mitzuerleben. Bei dieser Führung steht eine Auswahl an besonderen Sportwagen im Mittelpunkt. Es war der Beginn der Ära Porsche. Am 8. Juni 1948 wurde der von Ferdinand Anton Ernst Porsche konstruierte 356 Nummer 1 Roadster zugelassen. Das erste Automobil mit dem Namen Porsche. Ein Kernthema von Porsche ist die Entwicklung der Turboaufladung. Aus dem Jahr 1991 stammt ein exklusives 944 Turbo Cabriolet mit 184 kW Leistung. Für den letzten luftgekühlten 911 Turbo bot Porsche Exclusive 1997 eine leistungsgesteigerte Variante an, die den 3,6 Liter Boxermotor von 300 kW auf 316 kW brachte. Der Porsche 961 demonstrierte 1986 als Rundstreckenversion des Supersportwagens 959 die Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit innovativer Technologien beim Langstreckenrennen von Le Mans. Egal ob jung oder alt, jeder Porsche-Fan und Besitzer fühlt sich hier wohl. Zahlreiche Originalersatzteile werden am Stand verkauft. Am letzten Messetag haben sich viele Menschen versammelt, um an einer Autogrammstunde teilzuhaben. Mit den Rennlegenden Hans Herrmann und Kurt Ahrens sowie den beiden Werksfahrern Laurenz Wantor und Richard Lietz. Richard Lietz ist ein Mann für alle Rennserien. Den größten Erfolg seiner Karriere feierte er 2015 in der WEC, als er mit dem Porsche 911 RSR als bester GT-Pilot den FIA World Endurance Cup gewann. Hat sich der Rennsport in seinen Augen verändert? Es ist mehr Event geworden. Ich sage mal, früher war es noch die Technikentwicklung. Schafft man das 24-Stunden-Rennen? Man will zeigen, dass es die Technik aushält, ein 24-Stunden-Rennen in Le Mans zu gewinnen und dass die Technik einfach funktioniert. Jetzt ist es ein Sprint. Das heißt, die Technik hält sowieso, der Fahrer gibt Vollgas und dementsprechend ist es anstrengender für den Fahrer geworden. Competition vielleicht etwas höher, aber dahingehend hat sich der Motorsport ein bisschen verändert. Es ist mehr Sprint über 24 Stunden, nicht mehr so der Beweis, dass es hält, weil es sowieso hält. Hans Herrmann, der im Februar seinen 90. Geburtstag feierte, ist einer der erfolgreichsten Werksrennfahrer der Porsche AG mit mehr als 80 Gesamt- und Klassensiegen. Ich wollte ja Rennfahrer werden. Als 10-jähriger Bub war noch damals, es war wichtig, war Lokomotivführer, Kapitän, Pilot natürlich. Ich wollte Rennfahrer werden. Und ich hatte eben auch ein bisschen Glück durch meine Ergebnisse in den Rallyes, in den Zuverlässigkeitsfahrten, hat man damals ja gesagt, sodass ich mit Erfolge dann irgendwie auf Porsche wurde aufmerksam, auf mich. Und da kam ich dadurch eben unglaublich schnell 1953 in die Porsche-Werksmannschaft und da ging es dann hervorragend los. Kurt Ahrens gewann für Porsche die Langstreckenrennen in Zeltweg 1969 und auf dem Nürburgring 1970. Er fuhr dabei den Porsche 917. Dieser wurde von einem luftgekühlten 12-Zylinder-Mittelmotor angetrieben. Am Anfang nicht problemlos. Also am Anfang natürlich fürchterlich. Er tänzelte auf der Straße wie so ein alter Käfer bei Sturm. Und die Entwicklung ist natürlich sehr schnell vorangegangen. Aber beliebt war er bei den Fahrern nicht.
Es gab sogar Fahrer, die es abgelehnt haben, den Wagen zu fahren. Aber ich sage immer, ich kannte nichts anderes. Ich bin eingestiegen. Ich habe damit gerechnet, dass er nicht so auf der Straße liegt wie jedes getestete Auto und habe mir da keine Gedanken gemacht. Nur das ist ja auch einmal fürchterlich in die Hose gegangen. Aber wir haben es dann geschafft, den Wagen fahrbar zu machen. Und es ist ja, glaube ich, in der Sportwagengeschichte eines der größten Erfolge, die Porsche erreicht hat. Den Höhepunkt der Turboentwicklung markiert der 911 GT2 RS mit 515 kW, der bisher stärkste 911 mit Straßenzulassung. Und man darf gespannt sein, was die Zukunft bei Porsche bringt.